Scheiße, ich habe meine ganzen Sachen in Berlin vergessen. Alles. Neoprenanzug, Wettkampfanzug, Gels, Riegel, Ingwer, Schuhe. Ich habe alles in Berlin vergessen. Scheiße, Scheiße, Scheiße. Ja, hallo liebe Freunde, willkommen bei Trierbi. Heute mit der Überschrift Trierbi in Action, / Mikroabenteuer Neuseenmann. Wir sind dieses Wochenende eigentlich in der Uckermark auf einem Familien-Event. Heute ist ja der Neuseenmann, deswegen dachte ich, düste da mal schnell 2,5 Stunden runter und danach schön wieder 2,5 Stunden hoch. Und jetzt ist mir gerade aufgefallen, dass ich zwar das Fahrrad eingeladen habe, aber meine Tasche mit den ganzen Sachen, die habe ich nicht eingeladen. Gut, dass mir das noch aufgefallen ist, bevor ich in Ferropolis ankomme. Aber das heißt, jetzt habe ich hier den Megastress. Nach der schlechtesten Nacht aller Zeiten kommt jetzt die stressigste Fahrt zum Event aller Zeiten. Oh Mann. Also wirklich hier, ich hatte die ganze Zeit Angst. Jetzt aber los! So, ich habe es also wieder geschafft, auf die Autobahn zu gelangen. Und so wie es aussieht, schaffe ich es noch rechtzeitig. Noch kurzer Pre-Race-Dog. Also, das Wetter ist jetzt an sich erstmal geil. 22 Grad, leicht bewölkt. Aber nachher soll es leider noch regnen. Das ist ziemlich kacke. Ansonsten versuche ich heute irgendwie meinen Rhythmus zu machen. Jetzt gucke ich, ich gucke da jetzt gar nicht groß, wie schnell bin ich, welchen Puls habe ich, sondern ich gucke einfach, wie fühle ich mich nach der Aktion heute Nacht und nach der Aktion heute früh. Ja, da geht eh nicht so super viel und eigentlich geht es nur darum, alles mal entspannt mal durchzugucken, durchzutesten und Spaß zu haben. Und hinterher nochmal zu gucken, hat sich der Stress jetzt wirklich gelohnt. Wir werden sehen, Freunde. So, also ich bin jetzt schon fix und fertig. Befinde mich schon auf der Radstrecke und sehe schon die Stadt aus Eisen hier vor mir. Jetzt hole ich die Unterlagen und jetzt muss ich mich echt richtig krass sputen. Jetzt ist es 11.11 Uhr. 11.12 Uhr eigentlich. Und 20 Minuten schließt der Check-in. Shit-Tomat. Geklappt? Ja! War genau pünktlich, das haben wir eingeplant. Doch, gleich sitzt er auf eurem. Und dann habt ihr auch Cardio.
Nee, er muss auf die letzte. Warte, warte. Das gleiche auch. Für dich, Rolf. Eine noch. Für Stefan. Ich habe es hier am Ofen gemütlich gemacht. Schön die Wärme nochmal hier vom Ofen nutzen. Ich will jetzt gar nicht mal groß die Nachbesprechung vom Rennen machen. Ja, weiß. So viel gibt es ja gar nicht zu reden. Schwimmen war ultra schlecht. Ich hatte mega Probleme. Ich bin wieder rumgetrieben wie eine Boje. Ohne meine Brille war angelaufen. Keine Orientierung. Ich habe manchmal nicht gewusst, wo ich bin, wo die anderen sind. Mich hat es gewundert, dass ich als letzter aus dem Wasser kam. Also das war echt mega schlecht, ich kam echt überhaupt nicht klar. So, Wechsel war super, ging alles top, alles eingesteckt, alles am Mann gehabt, ab aufs Rad. Habe ich leider am Anfang ein bisschen übertrieben, mit einer 36er Pace, die ersten, nach den ersten 30 Kilometern, habe ich dann auch gemerkt, das war vielleicht doch ein bisschen schnell. Ich wollte es ja eigentlich locker angehen lassen mit was ich so zwischen 31 und 32 km/h, aber es lief halt irgendwie doch gut und am Ende kam ich dann bei einer Geschichte von 34, bei einer Geschichte, bei einer Geschwindigkeit von 34 km/h raus im Schnitt, knapp. Das ist auf jeden Fall super, also eine sehr flache Strecke. Leider hatte ich für den letzten 30 Kilometern unglaublich krasse, eigenartige Schmerzen in der Leistengegend. Uiuiuiuiui, habe ich da gedacht. Uiuiuiuiui, was ist denn jetzt los? Lief wirklich dann gar nicht mehr. Ich konnte nicht mehr drücken, ohne dass ich irgendwie da so ganz komische Schmerzen hatte. Ganz, ganz eklig. So Stiche waren das. Stiche da. Hatte direkt Angst vor einem Leistenbruch. Jetzt geht hier die Säge an. Aber sonst lief Rad absolut top. Ernährung hat super hingehauen, wie ich mir das vorher zurechtgelegt habe. Und tipptopp. Laufen stark. da habe ich ein bisschen auf den Puls geachtet so und dachte, okay, rennst du nicht durch wie ein Irrer. Habe geguckt, was fühlt sich gut an, kam dann bei einer Pace von so ungefähr 5,12 oder so und habe dann die letzten 5 Kilometer noch ein bisschen doller gemacht. Am Ende dann 5,9 und das ist halt ziemlich gut, finde ich, für mich. Und dann kam ich am Ende mit einer Zeit von 5,16 Ebbelstücke ins Ziel und damit bin ich super krass zufrieden, weil ich auch am nächsten Tag, also ich habe jetzt noch den Sonntag vergehen lassen, um zu gucken, wie geht es mir wirklich. Meine Muskelkater setzt ja eigentlich immer erst ein bisschen später ein. Und das, also natürlich war ich ein bisschen schlapp und die Nächte vorher und auch die Nacht danach waren, also es war auch richtig, richtig hart. 5 Stunden Schlaf vielleicht. Und auch in dem Zusammenhang, dass ich halt eine Stunde vor Startschuss erst ankam, den Stress früh noch hatte, 3 schlechte Nächte vorher, also unter den Voraussetzungen muss ich sagen, war es ein echt cooles Rennen, hat super Spaß gemacht, aber das allerbeste, Leute, das allerbeste, und da war ich dort den Trainer, da bin ich auch hier jetzt den Trainer,
wie viele Leute mich da erkannt haben oder mir gesagt haben, also was geht ab und coole Sache und also das hat mich wirklich, also das war schon, wow, also echt krass, das, also das war echt so ein krasses, besonderes Gefühl, da wie viele Leute irgendwie gesagt haben, dass sie mich cool finden und was ich mache und dass das irgendwie, weiß ich nicht, also das war echt, puh, da hatte ich echt zwischendurch manchmal Pipi in den Augen. Ich weiß nur noch von einem den Namen Philipp, den habe ich leider danach nicht mehr getroffen. Also wirklich alle, die dann zu mir kamen und gesagt haben, ich verfolge das, was du machst und das ist cool, also das, ja, sowas in live, also gesagt zu bekommen, ist halt einfach dope, kann man da glaube ich mal sagen, ne? Kann man aber sagen, das ist dope. Also das war echt, das war einfach das Schönste, es war einfach das Beste am Rennen, muss ich leider sagen. Also einfach krass. Also das ist wirklich irre. Oh, gut, ich muss mich wieder beruhigen. Jetzt sind es noch unter 4 Wochen bis Rot. Und ich habe auch so viele Leute kennengelernt, die nach Rot wollen. Das ist unfassbar. Ich habe bestimmt mit 8, 9 Leuten gesprochen und zufällig sind wir darauf gekommen, dass sie auch Rot machen. Das sind mir Leute, was, wie krass ist das? Super witzig. Also, das ist meine kurze Einschätzung. Vielen Dank an alle, die mich angefeuert haben. Vielen Dank an meine Crew, die mich da unterstützt hat durch Videoaufnahmen, durch Anfeuerungen, durch Party und ja, super cool. Also, ich fand es wirklich geil. Mega geil. So kann es weitergehen. Wenn es in Rot nur halb so schön wird, hat sich alles gelohnt. In diesem Sinne würde ich sagen, danke fürs Zugucken. Wer jetzt hier auf den letzten Metern noch abonnieren will, dem kann ich sagen, jetzt aber schnell, hier aber jetzt mal los, abonnieren. Und wer gemerkt hat irgendwie, das letzte Video habe ich noch nicht gesehen, der sollte hier mal gucken. Und wer einfach mal seine Ruhe braucht, der kann jetzt auch einfach abschalten. Manchmal kann man auch einfach mal abschalten. So wie ich jetzt, die Kamera. Vielen Dank, bis bald. Peace out!